Ja, Freunde, hier versuchen wir jetzt mal so einen Zoa-Garten, ja, so einen Zoa-Mixstein zu zerlegen. Wir werden jetzt mal da reinschauen und gucken mal, dass wir da letzten Endes die einzelnen Sorten wieder runterbekommen. Und jetzt Ja. werden wir mal versuchen, der Ronny wird sein Ja. Bestes Ich geben. gebe mein Bestes, aber wir versuchen es wirklich mal. Ja. Wahrscheinlich ist es so, dass das einzelne kleine Steinchen sind, die dann hier auf eine Platte gelegt sind und dann festgeklebt sind und dann ist das jetzt vollgewachsen. Ihr seht hier quasi das Endprodukt. So sieht dieser Zoa-Garten aus. Den könnt ihr euch so in euer Becken machen. Dann fangen die natürlich an, jetzt überall die äußeren Sorten drüber zu wachsen. Die inneren haben ein Platzproblem. Vielleicht schatten sie welche ab, überwachsen die. Aber generell ist das ja quasi hier das Endprodukt und ab jetzt geht dann der Konkurrenzkampf um Siedlungsgebiet erst so richtig los, ne? Deswegen ist es gar nicht so schlecht, wenn ihr eine größere Fläche damit füllen wollt und ihr wollt euren Zoo-Garten starten, dass ihr euch so einen Mixrock holt und den erst ein bisschen aufsplittet und dann nochmal verteilt, damit das wieder schön wachsen kann, weil das ist ja eigentlich hier das Endprodukt. Das probieren wir jetzt mal und dann schauen wir mal, wie das klappt, ne? So, jetzt gucken wir uns den Stein mal an. Das ist hier quasi eine gegossene Betonplatte. Das ist ja irgendein Material. Was das ist, kann ich noch nicht mal genau sagen. Auf jeden Fall, hier sieht man eingebettet diese Steine. Und da versuchen wir jetzt mal reinzukommen. Ob man das. Hier kann man auf jeden Fall mal drunter fahren mit einem Hebel. Und mal verschiedene Angriffspunkte gucken, ob man da schon was rausfindet. Wo man hier was ablösen kann. Man muss immer irgendwo erstmal einen Anfang finden. Und wenn man dann einen Anfang gefunden hat, dann kann man auch weitermachen. Ich merke gerade, die haben hier einen echt guten Kleber verwendet. Der ist richtig stabil. Die haben letztendlich wahrscheinlich was ganz Primitives verwendet, ne? Was Das ist eine aber Art. Ja, echt, echt das gut ist. ist am Ende, ne? Das ist richtig hart geworden. Haben die hier so einen Ring drum gelegt? Und dann haben die das festgemacht. Jetzt versuchen wir mal hier reinzuschneiden, vorsichtig. Ja, die Platte nicht zerbrechen. Vielleicht kriege ich was von dem Kleber hier unten ab. Und dann wäre ich quasi in dem Stein drin. Aber es ist echt schwierig. Hier unten löst sich jetzt schon was ab. Der erste Stein geht schon mal ab mit den Zoas. Fummel jetzt hier ein bisschen drunter und gucke ich mal, ob ich hier was abgelöst bekomme. Die Zoas, die zusammengehören von einer Sorte, sind ja meistens über Geflecht miteinander verbunden. Das heißt, man bekommt dann auch eigentlich erstmal die Sorte ab. Da sind halt auch manchmal noch ein paar andere mit dabei, aber ganz sortenrein kriegt man so einen Stein natürlich nicht auseinander. Ihr seht, ich fahre immer hier drunter, ja, und hebe diese Steine immer an. Ich fasse die Polypen, lasse ich eigentlich total in Ruhe, sondern ich versuche immer mit ein bisschen Stein das abzulösen. Oder ja, so dass ich tatsächlich keine Polypen beschädige. Dann hebe ich die langsam ab. Und irgendwann geben sie dann mal alle auf, hoffen wir es mal. Ja. So. Sind wir quasi hier das schon los, dieses Teil hier. Ja, ist jetzt schon mal der erste Schritt. Jetzt müssen wir in diese Richtung noch ein bisschen weiterarbeiten. Hier sind Steinchen eingeklebt hier unten. So, und dann haben wir hier schon fast die erste Zoa unten. Dann haben wir hier nur noch einen kleinen Polypen. Da müssen wir unten drunter fahren. So, dann haben wir schon den ersten abgelöst. Das ist jetzt hier, sind jetzt ein paar ums Eck gewachsen. Das werden wir jetzt abtrocknen und dann werden wir das bei Mark auf den Stein wieder kleben. Hier sieht man das eingebettet. Ja, hier waren die mal drin. Das ist quasi der Rest von dem Kleber und der Stein, auf dem die gewachsen sind. Jetzt werde ich versuchen, mich hier so nach und nach durchzuarbeiten durch den Stein, ne? Also das machen wir mal hier drüben rein. Erstmal, dass das ein bisschen unter Wasser ist. Und dann versuchen wir den nächsten. Der wird wahrscheinlich
Wahrscheinlich können wir den anhebeln hier unten. So, seht ihr? So sieht das von unten aus. Sehr schön. Ah, und das ist quasi, es sind immer so kleine farbgezogene Teilchen, die zerschneiden die dann und dann kleben die Stück für Stück auf. Das war jetzt wirklich easy abzumachen. Na gut, jetzt hast du eine Ecke gefunden. Wenn ihr so einen Anfang habt, ja genau, dann haben wir jetzt... Jetzt kannst du immer wieder da drunter gehen. Kann man immer wieder hier drunter gehen und dann über die Ecke den Stein mit ablösen. Ja, jetzt habe ich hier schon wieder ein bisschen Gewebe locker gemacht. Dann fahren wir hier unten runter unter die Zoa. Jetzt ein bisschen fühlen. Das geht jetzt gerade nicht. Kommt der Kleber wieder mit. Mensch, wenn das die Indos sehen, die denken auch, wir kleben mühevoll die Steine zusammen und die Deutschen reißen die wieder auseinander. Ja, das ist halt echt ein bisschen speziell, was wir jetzt hier gerade machen. Die kleben die mühevoll zusammen, ja, das stimmt. Und dann machen sie sie ins Meer und dann lassen sie sie ein paar Monate wachsen und nehmen sie sie fertig wieder raus. Zack, da hast du wieder einen. Ja, genau. Muss man ein bisschen Angriffsfläche finden und dann geht es eigentlich ganz gut. Ja, guck mal, diese haben die immer Kleber, Batsch drauf, nächsten Stein drauf, Batsch drauf und dann lassen die das voll wachsen. Ja? Und dann entstehen so schöne Steine. Mag ich übrigens sehr, so Steine. Mixed Rocks sind das echt was Feines. Das geht jetzt gerade nicht hier. Wenn ihr mit so einer Zange arbeitet, müsst ihr echt vorsichtig sein, dass ihr euch da nicht selbst nur verletzt. Ich habe einen Freund von mir, der hat sich sehr doll mal mit so einer Zange verletzt. Das hat wirklich, also das sah nicht gut aus. Da war dann eine Zeit lang nichts mehr mit Ableger machen. Hier komme ich tatsächlich gar nicht rein. Das ist so hart, dass ich nichts davon wegbekomme. Ich muss tatsächlich in diesen Kleber und muss den Kleber hier ablösen. Unten drunter. Mal gucken, wie man das machen kann, gut hier unten. So. Ja, werde ich jetzt noch eine Weile beschäftigt sein damit. Kommen wir jetzt noch zu einem anderen Thema, das ist das Thema Dippen. Marc und ich haben festgestellt, dass es auch auf den Steinen, die er hatte, da gab es einen kleinen ungebetenen Gast gerade eben, das war eine zoorfressende Asselspinne. Und da hat es sich für mich bewährt, eine gute Routine einzufahren, und zwar, dass ihr eure Korallen dippt, und zwar immer, wenn ihr welche kauft. Ja? Wenn ihr sie kauft, dann bekommt ihr eure Zoas ja auch einen kleinen Plug. Ich habe jetzt hier nur mal zwei verschiedene Arten. Das Dippen hilft euch quasi, Schädlinge loszuwerden. Ja? Das heißt also, zoafressende Gehäuseschnecken, zoafressende Nacktschnecken, Asselspinnen, Asterinas und Gammariden fallen hier ab und alle möglichen Organismen werden hier quasi entweder abgetötet oder gelähmt, sodass ihr sie danach fein abdursten könnt. Wie geht das? Ich habe hier drei verschiedene Gefäße. Das erste Gefäß ist quasi, das nennt sich Revive, ne? Das ist von D&D Polyblets. Das ist ein pulverbasierter Dip, den muss man ins Wasser einrühren. Das habe ich schon gemacht. Ne, das Revive nicht. Ich wollte gerade sagen, der Primer ist das. Und hier haben wir Revive von Two Little Fishies aus den USA. Das ist ein Produkt von Julian Sprung. Das ist nochmal ein richtiger Turbo. Das gibt den Zoas richtig Kraft für den Start, für das Becken. Ja, also wir fangen jetzt an. Also ich habe hier eine kleine Zahnbürste. Das ist eine Kinderzahnbürste. Die haben ein bisschen weichere Bürsten, damit kann man eventuell am Stein noch ein bisschen was wegmachen. Ich habe hier einen sehr feinen Pinsel, damit kann man
einen Belag oder eine Schicht wegbürsten und für ein bisschen feinere Arbeiten. Das ist hier ein Schminkpinsel aus dem Rossmann. Ja, da kann man auch nochmal, der ist ein bisschen fester, da kann man nochmal ein bisschen was wegputzen bei Bedarf. Ja, aber in der Regel reicht es aus, die Tiere erstmal nur in das Wasser zu legen. Ja, und dann hat der Marc so eine schöne kleine Spritze, habe ich gesehen. Ja. So eine schöne kleine Spritze. Spritze oder Pipette? Ja, so eine kleine. Ja, mit der du den Salzgehalt da angeglichen hast. Genau. Und dann leg dir die erstmal da rein und sorg für ein bisschen Wasserbewegung. Kannst du mir so eine Spritze bitte geben? So eine kleine, ja. Das ist eine Pipette. Das ist eine Pipette, genau. Deswegen so, fragt die Spritzen habe ich auch. Nehmt ihr die Pipette, zieht die hier mit dem Wasser auf und dann reicht es einfach aus. Ich glaube, ich komme mal ein bisschen näher, oder? Ja, komm ruhig näher, genau. Ja. So, und dann nehmt ihr die Pipette, zieht hier ein bisschen Wasser auf und sorgt erstmal für eine kräftige Strömung in diesem Becken. Da seht ihr schon, was hier alles rauskommt. Da fällt alles Mögliche ab durch dieses Hin und Her geschoben werden. Lösen sich Tiere ab, lösen sich Organismen ab und ihr putzt die quasi mit Wasserdruck richtig sauber und spült die mal so richtig durch. Ach, die hat sogar noch ein Steinchen drunter gehabt. Da ist ein kleines Steinchen. Man sieht hier tatsächlich auch, es lösen sich gerade Tubularien ab, sehe ich gerade. Zwei, drei schwimmen hier schon rum. Die waren wahrscheinlich auch noch da drauf gewesen. Ja, der Marc hat ganz normale Aquarien, die ganz normale Probleme haben wie alle auch. Ne? Also Tubularien, das war ja letztens auch ein Thema, ne? Im Vlog meine ich. Mhm. So, jetzt haben wir das kurz. Ja, sind die lieben Seuchen, ne? Wie du ja auch schon sagtest, die wo keiner vor verschont bleibt. Ja, das sind die lieben Seuchen. Ne? Dann kann man das hier rausnehmen, na, und dann hier ein bisschen abbürsten. Hier kommt schon die erste Alge raus. Na. Die sind natürlich jetzt dazwischen. Ja. Und das ist so eine rote Fadenalge. Ist die rote, ne? Ja. Sowieso zu kämpfen gerade ein bisschen. So. Und wenn dazwischen nichts mehr ist, so, kommt sie ins nächste Gefäß. Und dann nehmen wir Pinsel, fahren hier nochmal leicht drüber. Ja. Und dann geht es auch ab ins nächste Gefäß. Und dann lassen wir die nochmal 3 bis 5 Minuten drin sitzen. Und dann ist da tatsächlich auch das letzte Tier oder das letzte Lebewesen, was da drauf war, weg. Ne? Hier ebenfalls wieder mit der Pipette ein bisschen für Wasserströmung sorgen, immer wieder machen. Und das ist quasi, das kann man oft machen. Wenn ihr also wirklich Probleme habt mit Zoas, dippt oft, das könnt ihr wirklich oft machen. Zoas vertragen das gut. Man kann das wirklich auch regelmäßig machen, wenn man da Probleme hat mit irgendwelchen Tieren oder mit irgendwelchen Anhaftungen. Dippt oft, Zoas können das vertragen. So, hier unten haben wir noch eine kleine Alge dran. Da kann man mal ein bisschen den Plack sauber machen. So. Dann machen wir das wieder rein. Okay. So. Gut, und als letztes kommt dann zur Reinigung, nehmt ihr dann eure Krustenanemone und macht sie in sauberes Aquarienwasser, wo ihr sie nochmal durchspült, bevor ihr sie dann wieder ins Becken zurücksetzt. Hier nehmt ihr dann ebenfalls die Pipette, spült sie nochmal mit sauberem Wasser durch. Das Wasser, das gebt ihr dann auch nicht zurück in euer Becken, sondern ihr schüttet das alles weg und dann habt ihr eure Krustenanemonen gereinigt. Ja, und dann geht's wieder ab ins Aquarium.